Leute, willkommen in meiner Werkstatt. Ist mal wieder Haralds Rolls-Royce zu Gast. Und ich habe jetzt hier einen Spezialisten für Rolls-Royce. So jung wie er aussieht, der Markus. So lange schraubt er schon an Rolls-Royce. Markus, wie lange schon? Beinahe 8 Jahre. 8 Jahre, ja. Auch bei großen Autohäusern. Und in dem Video heute wollen wir euch einfach mal einen Überblick geben, was es bedeuten würde, finanziell vom Wartungsaufwand so ein Rolls-Royce zu fahren. Ja? Die sind ja jetzt momentan richtig günstig. Ne? Sollte man meinen, ja. Sollte man meinen, ja. Also zumindest was den Kauf anbelangt. Aber nur das. Und da wollen wir euch jetzt mal so ein bisschen mitnehmen, was dann kommt oder kommen könnte. Benzinverbrauch mal, Markus, was hat deiner so? Beispiel, mein Shadow war irgendwo zwischen 25 und 30 Liter, nach oben aber alles offen. Also ja. Ich habe auch schon von einer Strecke von 120 Kilometern auch einen kompletten 120 Liter Tank leer gebracht, das geht. Also auf 120 Kilometer ein 120 Liter Tank. Super Plus. 100 Liter pro 100 Kilometer. Ja. Oder? Dauervollgas, Salzburger ja. Autobahn. Also wir sprechen hier von einem Gewicht. Wir gehen nachher auch noch unter das Auto. Da werdet ihr sehen, dass da alles ein bisschen größer ist. Die Bremsscheiben, die Bremssättel, die Kardanwellen. Das geht doch eigentlich schon mehr so in Richtung LKW. Ne? Ja, definitiv. Ja, also, und der Fahrkomfort, der aus der Masse kommt, ja, der will natürlich auch gebremst werden, angetrieben werden. Spritverbrauch. Ja, was sind so die, wie gesagt, wir gehen jetzt dann auch gleich mal unter das Auto. Markus, was sind so die gängigen Probleme, mit denen Rolls-Royce-Fahrer so kämpfen? Ganz klassisch die Hydraulik. Ich glaube, da machen wir auch kein Geheimnis draus, wenn wir die gleich als erstes ansprechen. Fängt an vorne bei den Druckspeicherkugeln, geht es bei den Restriction Valves vorbei, geht es zu den hinteren Dämpfern, wo es ja auch damals schon Geschichten gab mit Bauschaum und so weiter und so fort, so, wo viele dann versucht haben, das Ganze zu kompensieren, weil sie mit dem System einfach nicht mehr fertig geworden sind. Eben weil er einfach schief hängt, ne? Eben weil er schief hängt. Auf einer Seite das Hydrauliksystem ausgefallen ist, was dafür sorgen soll, dass er gleiche Höhe hält, ja. Beladen, unbeladen, ne? Das, was viele nicht bedenken ist, dabei ist, dass der Kreis für die hintere Bremse auch eben mit der Niveauregulierung zusammenhängt. Das ist der Kreis 1, ne? Richtig, das ist der Kreis 1. Ja. Also, die Engländer zählen immer andersrum, die zählen immer von hinten nach vorne. Also, da sind sich vielleicht viele von euch nicht drüber im Klaren. Der Motor erzeugt mit 2 Hydraulikpumpen den Systemdruck. Richtig, 170 Bar müssen da anliegen. 170 Bar, manche Modelle 167 Bar, manche 175. Und da fangen wir einfach mal ganz vorne an, da fängt der Ärger schon an. Ja. Ja. Die Hydraulikpumpen werden von den Nockenwellen angetrieben, von der zentralen Nockenwelle angetrieben. Das sind 2 Exzenter zusätzlich. Die gehen über Stößel auf die Hydraulikpumpen. Wenn es hier zur Mangelschmierung kommt und die Exzenter verschleißen, dann muss die Nockenwelle raus. Das ist aber nicht wie bei den meisten anderen Autos, auch bei vielen V8, dass man den Kühler wegmacht und die Nockenwelle nach vorne ziehen kann. Nein. Rolls-Royce hat den Antrieb für die Nockenwelle hinten. Ja, und auch das Nockenwellengehäuse hinten. Das bedeutet Motor raus. Motor raus. Ja, Rolls-Royce, Silver Spirit. Weiter geht's, Baujahr 82, glaube ich, gell? Das ist ein 84er. 84er, ja. Das Auto hat übrigens auch eine interessante Historie. Ich habe den Besitzer gefragt, ob ich das ansprechen darf. Ja. Der gehörte mal dem, ich denke mal, damals nannte man es noch den Generaldirektor der Becks Brauerei. Ja. Der ist jetzt im zweiten Besitz. Das macht das Auto an sich schon sehr speziell, ja. Ist ein Linkslenker, ja. Ja, und der hat auch erst 114.000 Kilometer. 114.000 Kilometer. Aber, das werdet ihr im Lauf des Videos dann noch sehen, das bedeutet nicht, dass es da noch nicht zu Reparaturen kommt, ja.
Ja. Und ich sage mal eines, wenn ihr keinen prall gefüllten Geldbeutel habt, dann könnt ihr es sowieso vergessen. Oder einen nicht ganz so prall gefüllten, aber doch immer noch gut ausgestatteten Geldbeutel und begnadete Schrauberhände und eine Hebebühne, soll man es vergessen, oder? Ja. Ja. Das Auto ist nicht für jedermann. Das Auto ist sehr speziell mit seinen technischen Eigenheiten. Wie gesagt, wir haben zwei Bremskreise. Wir haben vorne an der Vorderachse alleine, das gilt sowohl für Silver Shadow, Corniche oder auch den Silver Spirits, welche ja von der technischen Basis ja eigentlich weitestgehend gleich sind, zwei Bremssättel pro Rad. Bitte versteht, wir werden das Ganze ja dann hernach sowieso nochmal am lebenden Objekt hier auch zeigen. Das gilt dann sowohl als für den Silver Shadow als auch für den Silver Spirit. Ja. Es gibt hier bloß eine kleine Differenz zwischen beiden. Die Silver Spirit Hydraulik wird mit einem LHM-Öl betrieben. Silver Shadow Abbaujahr 73 mit Rolls-Royce R363 Flüssigkeit und davor mit DOT 3. Allerdings haben auch die späteren Modelle noch eine DOT 3 Bremsflüssigkeit Freigabe. Und jetzt erzähl mal, wenn, wie auch in dem Fall, ein unaufmerksamer Mechaniker eben meint, da ist ein Bremsreservoir, Bremsflüssigkeitsreservoir, da gehört Bremsflüssigkeit rein, was dann passiert? Obwohl das LHM rein gehört. Obwohl das LHM rein gehört, ja. Das mineralische Öl. In dem Sinne würde es das ganze System zerstören nach und nach. Die Pumpen, die was beim Shadow drin sind, auf die Bremsflüssigkeit ausgelegt, die sind ein bisschen anders als die, was auf das LHM-Öl ausgelegt sind. Man hat ja deswegen dann auch auf LHM umgestellt, weil, wie du zuvor schon mal angesprochen hast, diese Problematik mit der Bremspumpe, dass diese Nocke und alles dann mangels Schmierung verschleißt. Das ist eben, das sollte eben dieses LHM einfach unterbinden, weil das sind auch Gummiringe drin. In dem praktisch Öl ins Motoröl läuft. Richtig. Und bei Bremsflüssigkeit, ihr müsst euch vorstellen, die Pumpen stehen oben über der Nockenwelle. Wenn die leck werden, richtig, mit Bremsflüssigkeit, dann läuft Bremsflüssigkeit an die Nocken und dann haben wir den angesprochenen. Gibt es Auswaschungen und dann Verschleiß, ja. Nimmt sich der selbst ab. Also dann nimmt sich der Nocken selbst ab, bis halt gar nichts mehr da ist. Das macht sich zum Beispiel bei einem sehr, sehr markanten Tickern, wenn der Motor läuft. Und das ist wirklich so ein Tick, 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 was man da die ganze Zeit hört. Das ist schon ein Anzeichen dafür, dass die Pumpe einen weg hat. Ja, ja. Motor, ganz kurz nochmal, 6,9 Liter, richtig? Die ersten vom Silver Shadow hatten noch 6250 Kubik. Ja. Und ab 73 rum, ab 72, 73, ein, Entschuldigung, 9.71 wurde umgestellt auf den 6,3 Liter für Europa. In Amerika schon etwas früher mit einer Verdichtung von 8,5:1. Hier haben wir 9:1 bzw. 9,5:1 Verdichtung. Somit auch ein bisschen eine höhere Leistung. Also ihr seht schon, der Markus ist mit seinen jungen Jahren, ist er schon eine wandelnde Rolls-Royce-Enzyklopädie. Das geht. Interessant bei dem Motor auch, es ist ein Motor mit nassen Laufbuchsen. Richtig. Und er hat eine Eigenheit, die man sonst nur von den von LKW-Motoren kennt. Also auch das immer wieder, wenn ihr nachher die Kardanwelle seht, es erinnert alles ein bisschen an LKW, ja. Die haben Kontrollbohrungen. Richtig. Und zwar, willst du es erzählen? Kann ich gerne machen. Also der Motor selber, sowohl der 6,1 als auch der sogenannte 6,3 Liter hier, die haben alle Kontrollbohrungen unten an den Stegen der Zylinderlaufbüchsen, weil dort, wo die Ohrringe sind, ja, wenn ich dich unterbrechen darf. Genau, ja. Genau. Müsst ihr euch da vorstellen, da ist im Prinzip der Wasserbereich, die Laufbuchse wird reingesteckt, die wird umspült vom Wasser und vom Öl und es muss natürlich gegeneinander abgedichtet werden. Genau. Ja, das sind O-Ringe. So jetzt. Genau, und da haben wir eben diese Kontrollbohrungen genau zwischen den beiden O-Ringen. Oben würde ja dann Wasser austreten, unten Öl. Aus der Bohrung, ne? Aus der Bohrung, sollte es zu irgendeiner Undichtigkeit kommen. Hier ist zum Beispiel auch schon die Krux, so ein Motor ist auch nicht so einfach zu überholen. Es gibt Fälle, wo sich die kompletten Blöcke verzogen haben mit der Zeit. Also so eine Zylinderlaufbüchse mal eben rausnehmen, das ist nicht. Ja. Also da haben wir auch oft das Problem gehabt schon, man muss die Büchsen einfallen lassen, also wirklich spindeln oder einschneiden, dass die wirklich rausgehen, weil wir sonst auch mitunter das Risiko eingehen könnten, was auch oft schon passiert ist, dass unten die Stege, wo die Büchse drin steckt, mit ausbrechen, einfach aufgrund der Korrosion.
dass die mit ausbrechen, weil das Ganze zusammen oxidiert mit der Zeit und das ist ein sehr, sehr riskantes Spiel. Also da eine Komplettüberholung ist auch sehr, sehr kostenintensiv, wenn es da so weit bis zur Materie runtergeht, ja. Ja, was man auch ansprechen sollte, gern wird dann angesichts der hohen Reparaturkosten einfach mal die Kontrollbohrung zugemacht, zugenietet. Zugenietet, zugeschweißt im schlimmsten Fall. Ja, dann ist der Dichtmasse drüber oder. Motorblock vermutlich komplett verloren, ja, wenn er zugeschweißt wird, ja. Ja, also ihr seht jetzt schon, einfach mal so ein Rolls-Royce kaufen, weil er gerade so günstig ist, ja, und einem die Spritpreise nicht so wirklich schrecken, kann ordentlich in die Hose gehen. Ja. Das definitiv. Ja. Jetzt lassen wir. Jetzt schauen wir uns erstmal noch den Motor an, ja? Sehr gerne. Komm. Das Schöne ist halt natürlich wieder Aluhaube, Alutüren, es ist alles federleicht. Also hier seht ihr zum Beispiel jetzt auch dieses Reservoir, ja? Wo man bei diesem Fahrzeug auf keinen Fall Bremsflüssigkeit einfüllen darf. Hier haben wir die SUHS7, richtig? HIF7. Ja. Genau. Die hat der Silver Shadow 2 zum Beispiel auch schon drinne gehabt. Ja. Allerdings hat der Silver Shadow 2 am Anfang noch eine andere Kolbenart drinne gehabt. Aha. Also sprich, die letzten Silver Shadow hatten einen identischen Motor wie der Silver Spirit. Okay. Und bevor die HIF7 Vergaser bekommen haben, hatten die HD8 drin. Okay. So, und hier sieht man jetzt die Hydraulikpumpen. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, das ist richtig. Da ist eine, das ist die vordere. Genau, und die andere hockt vor dem Zündverteiler. Das ist die hintere, ja. Die genau. Sitzt da neben dem Zündverteiler. So, jetzt lassen wir mal hoch, ja? Okay? Jawohl. Also es ist schon eine wirkliche Pracht. So ein Fahrzeug. Die Emily. Ich spreche mal kurz noch was an. So, jetzt schaut mal her. Das sind die sogenannten Tragelenke hier. Die sind schon ausgetauscht. Die sind schon neu drin. Ist eine Quälerei, die rauszukriegen, wenn sie festgerostet sind. Ja, ist auch was ganz Eigenes. Aber das ist halt eben auch die Belastung der Vorderachse. So, jetzt, Markus, erzähl mal, ist was. Aufgrund des hohen Gewichtes, ja, die sind sehr, sehr hoch beansprucht, auch wenn sie relativ massiv wirken. Ja. Aber wir sprechen hier immerhin von einem Leergewicht von 2,6 Tonnen aufwärts. Also sprich, je nachdem, wie das Fahrzeug eben noch zusätzlich ausgestattet wurde, konnte es... Wie viel er beladen ist, ja. Richtig. So, hier sind wir hier schon, wenn wir da bei dem Gewicht sind. Der Markus hat es angesprochen. Zwei Bremssättel pro Rad. Hier ist der andere an der Vorderachse. Ja, und jeder wird von jeweils einem unabhängigen Hydrauliksystem versorgt. Das Ganze wird gesteuert über den sogenannten Rattenkäfig. Ja. Genau, das ist der Masterzylinder, bei dem eigentlich das Signal vom Bremspedal auf alle Wege freigegeben wird. Ja. Also sprich, nach hinten, nach vorne, hier beginnt das Ganze. Er ermöglicht im Prinzip diese 2,7 Tonnen mit der Fußspitze zu verzögern. Genau. Ist es so? Richtig. Weil man eigentlich bei Rolls-Royce die Philosophie hatte, dass auch viele Herrenfahrer dabei waren, ja, die einfach ihr Fahrzeug selbst fahren wollten. Ne? Richtig. Ja. Der Silver Shadow und der Silver Spirit waren ja grundsätzlich immer als Selbstfahrer Rolls-Royce konstruiert. Das hat man danach eben mit dem Silver Spur und mit dem Silver Wraith bzw. Silver Shadow Long Wheelbase dann kompensiert mit der Trennscheibe, weil der Silver Claw zum Beispiel, der Vorgänger, war ja wirklich noch ein Chauffeurswagen. Ja. Und die Fahrzeuge, die danach kamen, eben wie Shadow und Spirit, die waren eigentlich immer als Selbstfahrerfahrzeuge konzipiert ursprünglich. Okay. Das war nie dieses Chauffeursauto. Ja, ja. Ja, gehen wir mal weiter. Haben wir hier diese, wie ich finde, überdimensionierte Kardanwelle? Ja, die braucht er schon. Die braucht er? Weil es sind, also ich lege mal meine Hand, die nicht klein ist, als Größenvergleich daneben. Die Hardy-Scheibe hier wurde auch schon ersetzt. Die ist also sehr schnell
überfordert. Ja, bei 55 ja. Newtonmetern. So, und jetzt kommen wir mal an mögliche Basteleien. Hier zum Beispiel an diesem Auto, das wird jetzt noch ersetzt, der hat eine elektrische Benzinpumpe, die ihm gar nicht zu Gesicht steht. Das ist nämlich eine Flügelzellenpumpe mit 3,5 Bar. Der Rolls-Royce braucht aber wie alle Fahrzeuge mit SU-Vergasern eine SU-Pumpe. Eine Doppelkolbenmembranpumpe, richtig. Ja, Doppelkolbenmembranpumpe. Ja, also, nehmt, wenn ihr euch schon so ein Auto kauft, nehmt einen Spezialisten mit. Einer steht neben mir, ja, weil die mögen noch so schön aussehen. So, also was ich auch immer erschreckend finde, dieses blaue Kabel hier. Der Rolls-Royce wird normalerweise, die Benzinpumpe, über eine Sicherheitsabschaltung, die wird beim Zünden, wird die mit Strom versorgt und dann, wenn der Öldruck hochkommt, über einen eigenen Öldruckschalter versorgt. Diese hier ist mit dem blauen Kabel einfach an Zündungsplus gelegt worden. Ich glaube, oben an der Zünddingen. So. So, kommen wir zum nächsten Thema. Markus, Getriebe. Getriebe ist eigentlich relativ unanfällig und selbst wenn sie was haben, sind die tatsächlich noch eine der günstigeren Parts zum Austauschen. Ja. Es handelt sich hierbei um das GM Hydramatic TH400 Getriebe. Es ist eigentlich ein sehr, sehr relativ unanfälliges Getriebe, aber selbst wenn sie was haben, die typischen Klassiker wie Undichtigkeiten an der Ölwanne, weil zu fest mal angezogen oder nicht richtig abgedichtet, das kann aufkommen. Was passieren kann, ist, dass die am Ausgang einen vom Simmering, dass die da gerne mal etwas auslassen. Mhm. Und sollte es tatsächlich mal sein, dass das Getriebe verschlissen sein sollte, bei ihm glaube ich, das ist jetzt eher weniger der Fall, dann gibt es diese Tauschgetriebe für einen relativ kleinen Preis im Austausch. Ohne Wandler sprechen wir hier von knapp roundabout 1500 Euro. Okay. Das ist wirklich ein günstiger Part, also für ein komplett überholtes Getriebe. Also das Ganze ist halt auch geschuldet im Drehmoment, ja? Ja. Und die amerikanischen TH400, die können das. So, die Antriebswellen, hier haben wir schon sogenannte, wie nanntest du sie? Das sind die Lobro-Wellen. Lobro-Wellen. Richtig. Die sind schon ein bisschen widerstandsfähiger als diese Rolls-Royce-Eigenentwicklung. Genau, die hatten ja diese Drive Pods, das waren ja so muschelförmige Aussparungen, die wohl ja differenzialseitig angebracht waren. Und dann waren die Drive Trunions, das war so ein eine Welle mit einem T und zwei Kugeln dran, die wo dann drinnen gesteckt ist. Okay. Und die schlagen halt zum Beispiel beim Shadow sehr gerne aus. Gibt es einen Trick dabei, sofern es nicht schon mal jemand gemacht hat, die Dinge einfach von links nach rechts vertauschen, habe ich auch schon gemacht, dann ist Ruhe. Das macht sich zum Beispiel bemerkbar, wenn man dann in der Kurve fährt und das fängt so richtig schön an zu zittern. Also man meint wirklich, einem fliegt die Hinterachse raus vor lauter Vibration und das hängt nur daran, weil diese Kugel da einfedert, da ist eine Schlagspur, wo die immer dagegen war. Und dann wo sie tack, sich eingearbeitet tack, tack, hat. Tack, 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 tack. Und das ist das Gefährliche. Ja, so, jetzt kommen wir eigentlich, erst zu den richtig teuren Goodies, ja. Da sind wir nämlich hinten und ihr habt ja schon gesehen, der Rattenkäfig hat einiges nach hinten verschoben. Das hier jetzt, was ihr da oben seht, mit dem Kabel dran, ich mach's mal scharf, das sind die sogenannten Restriction Valves, richtig? Ja. Restriction Valves? Nein, die Restriction Valves, die hocken hier hinten bei der Height Control. Was sind das für welche dann? Das sind die Priority Valves. Priority Valves. Die legen die Priorität fest, wenn der Hydraulikdruck absinkt. Wichtig sind also auch hier diese zwei Kontakte, weil die sagen dann, okay, Komfort schalten wir jetzt weg. Jetzt geht's nur noch um Bremsen. Ja. Und gleichzeitig, wenn das System ausfällt und der Druck abnimmt, dann melden diese Kontakte nach vorne zu den Warnlampen. Die waren hier totgelegt, ja. Ja. Und dann hat man noch für 40 Bremsungen. Ach ja, die Kugeln wollte ich euch noch zeigen. Schaut mal. Er hat also hier vorne, hat er zwei Druckspeicher. Einen seht ihr hier. Ja, das grüne Ding. Da drin ist also die Druckenergie für die Bremsung gespeichert. Gut. Also, ja, so, jetzt sind wir bei den Priority Valves, sehen wir jetzt durch. Genau, dann geht es jetzt Richtung Height Control und Restriction. So, da haben wir hier die Height Control, das seht ihr jetzt hier, da geht also die Achse
ist verbunden mit einem, So, Markus, du willst noch was erzählen zu der Height Control? Genau, also wie gesagt, wir haben hier bei der Height Control eben diesen Pendelstab hier, der wo, sobald das Rad einfedert, diesem Ventil ja das Signal gibt, ich muss gegenpressen oder ich muss wieder ablassen. Er sieht praktisch, die Achse federt ein, der Hebel verdreht sich hier und damit tut er in die hinteren Druckspeicherkugeln. Genau, sobald der Hebel in eine bestimmte Position kommt, kriegt er das Signal, oh, jetzt müssen wir wieder nachpumpen, hier fehlt was. Das sind die hier, die fahren dann weiter raus wieder, ja? Genau, das sind die Stoßdämpfer. Ja, mit Druckspeicherkugel oben. Kann man zum Beispiel auch ganz einfach testen, wenn das Auto läuft, in P-Stellung, einfach mal einen Kofferraum aufmachen, Shadow gegen draufsetzen am besten und man merkt dann, wie er sich normalerweise langsam wieder hochpumpen sollte. Also da kann man das am besten prüfen. Wenn eine Seite nicht so arbeitet, dann ist es wahrscheinlich, weil irgendwo etwas defekt ist, was bis zu der Height Control oder die Height Control selber eben auch defekt sein kann. Ja, die hier zum Beispiel, die ist ja auch nass, das seht genau, ihr. Genau, die ist undicht, die ist nass und okay. Das ist aber wahrscheinlich auch dem geschuldet, da ja hier in diesem Fahrzeug ja auch fehlerhafterweise mal vor ewiger Zeit Bremsflüssigkeit anstatt LHM eingefüllt wurde. Ja, und das ist eben diese Nachwehe. Okay. So Markus, jetzt wäre es vielleicht interessant, wenn wir mal eine Aufstellung machen. Du sagst selbst, wenn da was kaputt ist, sollte man alles wechseln, das gesamte Hydrauliksystem. So wie es im damaligen Wartungsprogramm auch vorgeschrieben war. Es war ja damals auch vorgeschrieben, ich meine, es waren 10 Jahre oder 100.000 Meilen, dass damals alles, was sich da unten bewegt hat, sei es irgendeine Leitung, Bremsleitung, Hydraulikleitung, alle Bremssättel, der Rattenkäfig wurde getauscht mit seinem kompletten Inhalt, Restriction Valves, Priority Valves, High Control, alle Druckspeicher, es wurde damals alles einmal getauscht. Okay, gut. Dann reden wir bei den Pumpen, wenn die wurden damals auch mitgemacht. Wenn die Teile austauschwürdig sind, eine Pumpe 500 bis 600 Euro, mal zwei. Wenn das Altteil austauschwürdig ist, dann sprechen wir über die Druckspeicher, die sind relativ günstig, 400-500 Euro. Pro Pumpe, Nicht pro Pumpe. Nee. Also die alten, die sind teurer. Das gibt zweierlei. Die alten Shadows hatten eine andere drin als die Silver Spirit. Okay. Gut. Dann haben wir, gehen wir mal weiter nach hinten. Da sitzen zwei so Ventile an den Druckspeichern oder Druckregler. Druckregler. So, die Restriction Valves oder Priority Valves, eines wie viel? 170 glaube ich eines. 180 plus 200 plus Euro Pfand. Altteile Pfand plus ungefähr. Steuer. Die Height Control Valves. Da liegen wir ungefähr bei 400 Euro plus 400 Euro Pfand. Pro Stück, Pro Stück und plus Mehrwertsteuer. So, jetzt habt ihr mal einen Rahmen, was Rolls-Royce-Fahren bedeutet. Ja, wir sprechen hier von der kompletten Hydrauliküberholung. Normalerweise irgendwo zwischen, die Preise kursieren zwischen knapp 20.000 und 30.000 Euro für eine komplette Hydrauliküberholung. Und aus deinen Erfahrungen, wenn ich jetzt in den Markt reingreife, wie groß ist die prozentuale Chance, einen mit intaktem Hydrauliksystem zu erwischen? Also einen, der nie kaputt geht, den gibt es nicht. Ja, aber wie viele fahren jetzt im Moment rum mit, und also ich denke jetzt mal an die Menschen, die jetzt auf die Idee kommen, ich kaufe mir halt einen am Wochenende. Oh, der ist so schön, der ist schön, schön lackiert und alles. Ja, bei Liebe auf den ersten Blick kann ich aber wirklich nur abraten bei dem Auto, weil das einfach dieses Risiko zu hoch ist. Es kann jeden Tag bei so einem Auto was kaputt gehen. Die Autos sind prädestiniert dazu. Da mache ich auch kein großes Geheimnis, da rede ich auch ganz gerne einfach nur Tacheles damit. So ein wirklich 100% perfektes Auto, da gibt es nur eine Handvoll. Und die werden aber auch dementsprechend gehandelt dann. Ja.
Man muss auch sagen, es gibt so eine Preisspanne, sage ich mal, zwischen 15 und 25.000 Euro, wo die Autos technisch gar nicht mal so verschieden sind vom Zustand her. Die sind teilweise mangelhaft gewartet. Es kann einen treffen mit 25.000 Euro, es kann einen treffen mit 15 oder 11.000 Euro, wo sie teilweise schon im Netz rumkursieren. Aber Fakt ist, der Kostenaufwand, der ist immer das Gleiche. Ja. Und es gibt halt Leute auch, die in ihren Rolls-Royce auch schon knapp 100.000 Euro reingesteckt haben und haben bis heute noch kein perfektes Auto. Ja. Das geht sehr schnell. Ich meine, bei einer Motorüberholung, wenn wir eine Generalüberholung vom Motor sehen, sind wir irgendwo zwischen 30.000 und 45.000 Euro. Ein Satz Kolben momentan wird irgendwo ungefähr zwischen 4,8 und 6 rum gehandelt. Ein Satz Kolben. Ohne Bolzen, ohne irgendwas, nur Kolben, nur ohne Kolben. Ringe. Ein Stößel 198 Euro. Also, jetzt habt ihr mal so eine Vorstellung. Wie kann man das Hydrauliksystem prüfen? Eine Möglichkeit hast du schon angesprochen, weil das ist, habt ihr ja gemerkt, neben dem Motor der höchste Kostenfaktor an dem Auto, ja, dieses ganze verzweigte Hydrauliksystem. Wie kann man es prüfen? Du hast schon angesprochen, indem man mal sich hinten reinsetzt in den Kofferraum und schaut, ob er dieses zusätzliche Gewicht wieder ausregelt, ob er wieder anhebt aufs alte Niveau. Genau. Habe ich noch in Erinnerung, Motor aus, Zündung an und schauen, wie viel Bremspedalhübe du machen kannst. Genau, ja. Ausmachen, 5 Minuten warten einfach, damit man auch ein bisschen Karenzzeit hat und dann auf die Bremse drücken. Also wirklich so klapp, klapp, klapp auf das Bremspedal einfach drauf drücken. Also das erste Lämpchen sollte irgendwann mal bei 40 bis 45 Pumpstößen angehen. Das zweite zwischen 50 und 60. Okay. Wenn es darunter angeht, wenn es jetzt unter 10 Mal schon anfängt zum Leuchten, dann ist wahrscheinlich die Druckspeicherkugel kaputt. Ja. Und das ist ein ganz bekannter Faktor auch. Und ja, ja. Oder die Magnetventile eben oben drüber auch. Okay. Die setzen sich aber oft mehrmals zu, als dass sie wirklich kaputt sind. Aber in der Regel ist es gescheitert, das Ganze gleich zu tauschen. Man fängt nur an. Und es hört nicht mehr auf. Ja. Hat man eins gewechselt, geht's nächste kaputt. Genau. Mich erinnert es an die Hydraulik vom Mercedes SL. Wenn man da einen Hydraulikzylinder gewechselt hat, dann ist der nächste kaputt gegangen, weil der dann einfach den Druck abgekriegt hat, den der andere bis dahin dann halt auch hat davon diffundieren lassen. Es ist ja Patent Citroën. Oh ja, das ist noch ganz wichtig. Die Federung ist ja auf dem Citroën-Patent aufgebaut. Ja, und die ersten, Bremse auch, ne? Richtig, und die allerersten Silver Shadows hatten ja sogar noch die Druckspeicherkugeln mitunter vom Citroën auch drin. Ach ja. Teilweise gab es das. Okay, da waren die Franzosen also voraus und Rolls-Royce hat erkannt, das ist der Fahrkomfort, der erwartet wird und hier haben wir die Chance. Aber wie gesagt, die Preise, um diese Systeme in Ordnung zu halten, sind gewaltig. Und wenn jetzt der ein oder andere von euch sich sagt, naja gut, ich fahre halt auch mit einem halb intakten, ihr müsst euch eines vor Augen halten, hier schieben 2,7 Tonnen. Ja. Und wenn die nicht mehr bremsen, ja, dann... Und wie gesagt, wenn die Hydraulikpumpen zum Beispiel ausfallen, dann habt ihr in den Druckspeichern noch bei einem guten System Energie für 40, 50 Bremsungen. Ja. Und dann zumindest, dass man zum Stehen kommt. Das ist auch der Grund, warum die Autos ja vorne zwei Bremssättel haben. Ja. Weil einfach, das ist einfach nochmal ein Sicherheitskreis, dass man gesagt hat, okay, ein Kreis fällt aus, dann habe ich immer noch zur Not irgendetwas, was mich irgendwie zum Stehen bringt. Ja, die gehen auch über Kreuz. Ja. Genau. Eine Hydraulikpumpe versorgt vorne links und hinten rechts. Diagonal, genau. Diagonal, ja. Diagonal an der Vorderachse. Genau, das war aber auch erst bei den Shadow 2 und beim Silver Spirit. Der Shadow 1, der hatte noch eine Dreikreis. Der hatte vorne gegenüberliegend unabhängig, die hintere vordere gegenüber unabhängig und die Hydraulik eben zusammenhängend. Aber wenn jetzt einer von euch Schlaumeier auf den Gedanken kommt, na, dann habe ich ja immer noch die Handbremse. Dann kann ich nur sagen, vergesst es, ja. Ich habe das einmal gemacht. Das einmal gemacht, ja. Ich hatte danach keine Belege mehr. Ja, die verglüht im Prinzip. Also das Schiff also auf freier Bahn schon runter zu bremsen aus 200, da ist noch einmal die Hand
Bremsbeläge, alles verglüht. Und sie gehen ja auch über 200. Ja, also das darf man ja, da muss man sich vor Augen halten. Ja. Die laufen 210, ja. Ja, und sie beschleunigen ja auch. Also beim Silver Spirit erinnere ich mich noch an die Werksangabe 0-100 in genau 11 Sekunden, was für ein Auto für das Gewicht wirklich zu der Zeit eigentlich sehr beachtlich war. Sie sind sehr, sehr unterschätzt, was das angeht. Also ich war überrascht, ich hatte ja mal einen Silver Shadow, genau genommen einen halben, ja, der gehörte uns zur Hälfte jeweils. Und es fuhr einer im TR3 hinter uns her. Und das ist ja eigentlich ein Sportwagen, der TR3. Und dann meint man ja auch, das wäre ein relativ flinkes Auto. Ja. Aber der wurde, wenn man auf das Gaspedal getreten hat, wurde der so kleiner im Rückspiegel. Ja, ich habe mit meinem Shadow damals sämtliche Audis abgezogen. Das war ja auch... Der kein Wunder, kommst du auf 100 Liter, auf 100 Kilometer. Ich mache da kein Geheimnis draus. Ich habe meine Emily, ich habe die geprügelt. Mhm. Aber meine Emily, muss ich dazu sagen, sie wurde jede Woche gefahren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Tödlichste für einen Rolls-Royce. Das ist auch schon, wenn das in der Annonce drin steht, Auto hat lang gestanden, nehmt einfach die Finger davon, fangt es euch gar nicht erst an. Ja. Es ist das Schlimmste für einen Rolls-Royce, wenn der steht. So ein Auto muss einmal die Woche gefahren werden, Minimum. Er muss gefahren werden, es geht gar nicht anders. Man hat in jedem Hydrauliköl und auch in Bremsflüssigkeiten hat man einen Restwasseranteil. Und die Teile, die wir euch gezeigt haben, das sind Passungen von einem Mühe, da passt kein Haar dazwischen. Längst nicht, ja, ein Haar hat 9 oder 10 Mühe, ja. Ja. Und die winzigen Tropfen Wasser, die da Kondenswasser, die reichen dafür, um bei langen Standzeiten, dass die kleinen Kolben festrosten und so weiter und so fort, ja. Haben wir hier auch gesehen, an den Teilen, die erneuert wurden, ja, waren zum Teil eben Flugrostsäume drin. Gut. Das war's. Und wenn ihr jetzt immer noch Überzeugungstäter seid, dann wünsche ich euch, dass ihr ein gutes Auto findet. Macht's gut.